Stief-Performance-Schuhe. Manche Schuhe mag ich halt lieber, andere weniger. Ich spiele normalerweise in meinem Keller rum. Die habe ich gekauft, ich glaube 12 Jahren, in Hannover meine Abschlussarbeit im Studium. Und ich habe den ganzen Raum in Weiß ausgestattet und habe in der Performance Seife hergestellt. Das ist ein relativ langer Prozess. Habe sie dann aber nie wieder seitdem in der Performance benutzt oder auch nicht anderweitig irgendwie eingesetzt. Und jetzt halt seit vielen, vielen Jahren mal wieder aktiv. Die habe ich für eine Performance gekauft, die ich in Finnland gemacht habe. Da war ich eingeladen mit einem Freund zusammen, wir haben zusammen performt. Und ich habe so einen silbernen Anzug. Den hatte ich an, eine Perücke auf, weiß-silber. Dazu wollte ich eben auch silberne Schuhe haben. Die waren halt weiß. Und dann habe ich gedacht, die sind aber irgendwie ganz gut, die passen. Dann kann ich die ja einfach ansprühen. An dem Tag oder eigentlich die ganze Woche hat es nur geregnet. Das heißt, ich war mit meinem schicken silbernen Anzug und den schicken silbernen hohen Stiefeln und das dann halt durch die Matte kam, habe ich danach dann auch nicht wieder eingesetzt. Und das ist eben auch etwas, was ich bei Schuhen so sehr mag, dass sie alle ihren eigenen Klang haben. Ziemliches Theater, dieses Spray zu bekommen, weil das ist ein spezielles Schuhspray. Passt nicht richtig. Habe ich auch nie wieder angehabt. Gehen die vorne so komisch zusammen, ne? Und dann haben die hier so ein Hobel. Ich habe das erste Mal in der Art in China gesehen. Das war eine Zeit lang total in. Die haben eine ähnliche Form und ich weiß bis heute nicht, warum ich die gekauft habe. Das sind nämlich diese hier. Sehr hoch, sind aber bequemer als man denkt. Ich muss jetzt was machen und ich mache das sehr selten. Ich mache das zu Hause auch immer, dass ich die immer wieder zumache. Dann geht unpraktisch, man könnte die auch offen lassen, dann kann man, wenn man sie wieder trägt, einfach rein, muss sie gar nicht wieder aufmachen. Aber das ist irgendwie so gelernt. Nichts Besonderes, aber die Geschichte dazu.
eigentlich eher zu dem Vorgänger, weil diese Schuhe musste ich mir kaufen, weil ich brauchte bequeme Trekking-Schuhe zum Laufen. Und nach Myanmar gefahren oder geflogen, auch um dort zu performen. Und nach der Performance habe ich eben noch ein bisschen Urlaub dran gehängt. Nächsten Morgen habe ich draußen die Tür auf meine Trekking-Schuhe anziehen und wir waren total zerfetzt. Ja, und so musste ich mir dann die kaufen und die habe ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ein Freund von mir, die war eingeladen, in Mexiko zu performen. Ja, und dann habe ich sie dann rausgeholt und dachte so, ups, die Farbe ist ja sehr speziell, ziemlich spitz. Mittlerweile finde ich die ganz gut, aber sie machen halt einen unheimlich langen Fuß. Der große Zeh ist hier. Und dann würde ich mal sagen, bis hier vorne hin sind das 3,5, fast 4 cm, wo ja nichts ist. Als ich dann selber in Mexiko war, habe ich dann eine andere Stiefel besorgt, was dann auch nicht so einfach war, weil ich wollte natürlich keine super teuren Lederstiefel haben, will aber auch nicht, wollte keine Plastikstiefel haben. Habe dann auch welche gefunden und ich hatte die natürlich an den Schuhen. Ja, während meiner Performance habe ich dann meine Person aus dem Zuschauerraum gebeten, mit einer kleinen Handsäge vorne die Spitze abzusehen. Ich habe dann halt die hier angeschnitten. Ein anderes Paar, was ich mir dann selber in Mexiko geholt habe, ist dies. Ich bin auch mal in Mexiko gewesen, in Nuevo Cache. Und davor Chihuahua. Und die haben halt einen Straßenzug, wo es ein Schuhgeschäft neben dem anderen gibt. Und da verkaufen die halt diese Lederstücke. Alles, was man sich vorstellen kann, aus sämtlichen Lederarten. Und da habe ich dann viel Zeit verbracht, weil wir hatten zwischendurch noch ein bisschen Zeit, bevor wir weitergereist sind. Mexiko, meine Wüstenschuhe. Schönes Bild, wenn ich diesen Anzug, den ich in Silber habe, dann habe ich eben auch in Gold. Und wenn ich dann komplett in Gold verkleidet bin und habe dann diese Schuhe besorgt. Ich bin da jetzt normalerweise nicht so ein Turnschuh-Fan, wobei ich dann auch festgestellt habe, dass sie super bequem sind. Früher habe ich auch Turnschuhe gehabt, aber dann sind die nicht komplett ab und weggekommen, obwohl das ja jeder hat Turnschuhe. Die habe ich mir auch vor Mexiko gekauft. Die sehen ja eher so aus, als wären das nicht so die richtigen Wanderschuhe. Ich wollte einfach nicht die ganze Zeit irgendwelche Wanderschuhe anhaben. Und weil ich dachte, na gut, wenn ich performe, dann sind sie auch eben schwarz und das passt ja. Und dann kann ich ja nicht so die ganze Tasche voller Schuhe haben. Normalerweise nehme ich sowieso schon immer zu viel Schuhe mit.
Übrigens, bei diesen Schuhen fällt mir gerade auf, die mache ich nicht zu. Ich habe gerade gesagt, ich mache die immer alle zu, bei den Schuhen stimmt das aber gar nicht. Die lasse ich zu Hause so offen. Das sind die billigsten Schuhe, glaube ich, die ich jemals irgendwo gekauft habe. Aber sie sind gut. Die brauchte ich auch für eine Performance in Sri Lanka. Naja, ich wollte da eben auch nicht so viel Geld für ausgeben. Außerdem ist es auch unheimlich schwierig, in Asien Schuhe, Frauenschuhe zu finden in meiner Größe. Also ich habe jetzt nicht so Riesenfüße, aber 39,40 ist da schon eine Ansage. Und da bin ich durch ziemlich viele Läden durch. Da waren viele goldene Schuhe, hier findet man das nicht in der Menge. Aber die waren halt alle zu klein. Sollte man auch ein bisschen bequemer sein. Aber die drücken ziemlich viel dran, aber dass ich dann noch drücken kann. Das sind ein bisschen ausgeschummert, habe die dann mit dicken Socken angezogen, um ein bisschen zu dehnen. Ich hatte auch in Sri Lanka dicke Socken mit, weil für den Rückflug so, damit ich immer schön am Fuß habe. Und da war es unheimlich heiß. Das heißt, die Füße werden ja dann sowieso noch ein bisschen größer. Da habe ich mir die gekauft, weil ich letzten Winter in die innere Mongolei geflogen bin. Es war arschkalt. Wir hatten einen Tag minus 27 Grad. Aber die Schuhe hier, die haben eine dicke Sohle, die haben ein richtiges Lammfell innen drin, auch unten drunter. Innen drin. Spezielle Fußwärmer, die ich vorher auch gar nicht kannte. Das sind so Pads, die kann man in die Schuhe reinmachen und wenn die mit Luft in Kontakt kommen, dann ist das so eine chemische Reaktion. Das ist schon etwas älter. Habe ich mir gekauft, weil ich nach Finnland gefahren bin und zwar wollte ich nach Lappland. Ja, Residency und dann haben wir zusammengearbeitet und das war in Rovaniemi und von da aus konnte ich dann auch noch weiter in den Norden. Wir sind zusammen zum Binnensee. Das ist halt ziemlich weit im Norden, so fast dann da am Ende. Mit einem Spiegel in halb unten und ich wollte dann einfach in der freien Landschaft stehen. Wir haben dann so ein, weiß nicht, ein paar wenige Fotografien gemacht und dann sagte dann, oh, mir ist ja so kalt, sodass ich dann dieses Projekt nicht wirklich ausarbeiten konnte, obwohl wir dann viele hundert Kilometer dahin gefahren sind und dann musste ich nach zwei oder drei Tagen meine Sachen dann wieder einpacken mit meinen schönen warmen Schuhen. Ich war also bestens ausgestattet. Ja, und das war dann echt total frustrierend. Die habe ich in China gekauft. Da ist der Reißverschluss des Stiefels kaputt gegangen und ich konnte irgendwie nichts machen und brauchte neue Schuhe. Und ich habe die ganzen Läden dort abgeklappert. Es gab keine Schuhe in meiner Größe. Ich habe mir dann Schuhe gekauft, die etwas zu klein waren. Und die Schuhe habe ich dann zu Hause weggeschmissen. Und ich glaube, das ist so das einzige Paar, was ich dann wirklich einfach so weggeschmissen habe. Und die hier habe ich dann eben auch in China gekauft, weil ich einfach nur dünne Schuhe mit hatte. Und das wurde dann doch da ein bisschen frischer, als ich dachte und nur brauchte. Ich brauchte einfach etwas wärmere Schuhe, das war dann das Beste, was ich da kriegen konnte. Hier musste ich allerdings neue Schnürsenkel reinmachen.
habe ich im Internet bestellt. Irgendwie sind die zu groß. Ich wollte sie da nicht zurückschicken, weil ich mal wieder so ziemlich knapp dran war. Ich wollte aber eigentlich eine andere Farbe haben. Und das Problem ist eben auch, dass sie eine weiße Sohle haben. Das heißt, man kann springen und machen, und wie man will. Die sehen immerhin vergammelt aus. Und so standen die 2-3 Jahre immer im Regal und haben es auch irgendwann längst gemacht. Und diesen Sommer haben die mir gute Dienste geleistet. Da bin ich mir nach Italien gefahren und hatte ein super schönes Wetter. Und dann habe ich festgestellt, dass die total befähigt sind. Manchmal denke ich, die sind total bescheuert. Manchmal finde ich sie total gut. Aber die sind mir auch ans Herz gewachsen. Mittlerweile. Das ist ein ganz besonderer. Da gibt es in der Form auch nur noch den Linkufer. Den habe ich, oder eigentlich das Paar habe ich gekauft vor, ich weiß gar nicht mehr, 6 Jahren, 10 Jahren. Und habe damit ziemlich viele Performances gemacht. Und für mich ist das der klassische Frauenschuh. Die Form, die Farbe, also so als High Heel. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, eine Performance zu machen, und die habe ich hier in diesem Raum gemacht. Und da habe ich nämlich den anderen Schuh hier verbrannt. Jetzt ist er weg. Und über diesen Schuh bin ich dann eben auch auf die Idee gekommen, dass ich mal all meinen Schuhen hier etwas Zeit widmen sollte und verbinden kann, so die Reisen. Also ich erinnere mich über die Schuhe dann auch daran, was eben so passiert ist.